Na, und willkommen zurück zu einem neuen Weekly Vlog. Pfiffigen Zuschauern wird am Ende des Videos auffallen, dass ich am Anfang genauso aussehe wie am Ende. Es mag möglicherweise daran liegen, dass ich jetzt gerade den Anfang vordrehe, weil ich es vergessen habe. Die Woche war katastrophal voll. Ach du heiliges, liebes Lieschen und sowas. Ich bin jetzt quasi gerade auf dem Sprung in meinen Livestream und danach fahre ich zum Friseur. Das erzähle ich aber ganz am Ende auch nochmal ausführlich. Und zwar matsch viel los. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass nächste Woche wir wahrscheinlich Richtfest feiern beim Haus. Das erzähle ich euch aber alles nächste Woche. Und eigentlich hatte ich vorgehabt, euch endlich Philipps Bilder zu zeigen. Das wollten wir jetzt gerade machen. Aber ich habe es die ganze Woche nicht geschafft. Und jetzt gerade bringt der gute Mann das Baby in den Mittagsschlaf. Obwohl, nee, ich sehe. Willst du wenigstens eins ganz schnell zeigen? Ich renne ganz schnell hin. Wir zeigen eins. Das Bild heißt der Narwal, finde ich. So, mehr dazu. Nächste Woche versprochen, weil jetzt gerade einfach keine Zeit dafür ist und ich, wenn ich mit dem Stream durch bin, direkt zum Friseur fahren muss und wenn ich beim Friseur bin, brauche ich so lange, dass das Video hier schon raus muss und die Woche war einfach voll. Sorry für das ganze Blabel, Blabel, bla, aber ja, das dazu. Hallo, na, willkommen an diesem sehr gut klimatisierten Sonntag. Ach, klasse, schauen Sie. Das ist doch mal Wetter, wie es mir gefällt. Wir sind gerade unsere Sonntagsspazierrunde am Gehen und ich habe immer noch keinen Gimbal aufgeladen. Deswegen ist es so wackelig. Wir hatten heute eine kleine Schrecksituation. Oh mein Gott. Philipp und ich haben die Mittagsschläfchenpause vom Baby genutzt, um den Wäschekeller aufzuräumen. Da stand noch so super viel Kram rum und wir haben ja den Container nur noch jetzt da, der wird jetzt nächste Woche wieder abgeholt und der war noch nicht ganz voll. Da habe ich gesagt, komm dann den ganzen Kack raus, so alte Sachen, die halt da noch rumstanden und sowas. Und dann haben wir das so gemacht und dann hatte ich irgendwie noch so eine Nussmischung gefunden. Dachte ich, naja, guck mal, kannst du ja den Schweinchen irgendwie ein bisschen streuen, können die ja gucken, so ein bisschen suchen. Geh runter, streue da so die Nüsse rum, geh wieder hoch und denk mir so, du hast Lotte gar nicht gesehen. Gehst du noch mal runter? Wieder runtergegangen, geguckt, keine Lotte da. Ins Häuschen geguckt, steht da Lotte und starrt die Wand an. Und ich dachte so, hell no, nicht schon wieder. Wir hatten ja mit der, wer es nicht mitbekommen hat, erst vor ein paar Monaten das Riesentheater, dass die irgendwie einen Pfirsich oder so gefressen hat. Oder auf jeden Fall hatte sie halt Darmverschluss mit dem Pfirsichkern, hat sie sich ähnlich verhalten. Und davor hatten wir die Situation, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da hatte die auch nicht mehr gefressen. Und nur noch so rumgestanden. Und dann hat die vom Tierarzt eine Behandlung bekommen und dann war es wieder gut. Dann hat die wieder gefressen. Und die meinten schon damals, dass Schweine generell so ein bisschen anfällig bei Magen-Darm-Geschichten sind. Naja, dann ist der Philipp, wir haben ja Sonntag, müssen so in die Notklinik fahren, so eine Glaubersalzlösung. Das hilft denen, das macht so ein bisschen einen flotten Ortho und regt den Darm wieder an. Und das gibt man denen dann quasi mit Wasser zusammen. Mit so einer, das ist wie so eine Handpumpe und dann kommt das an die Seite ans Maul und dann müssen die es halt trinken. Und das haben wir dann geholt und ich habe den Bananentest gemacht. Das ist bei Lotte auch so ein Ding. Wenn ich dir eine Banane vorhalte und die nicht die Banane frisst, dann ist das nicht gut. So. Und wir haben ja jetzt die Woche erst, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht erzählt. Leute, ne, viele Tiere, viele Sorgen. Wir waren mit Emma, ich habe das nur bei Instagram erzählt, beim Tierarzt. Freitag? Nee, wann war denn das? Donnerstag. Donnerstag hat Emma, also die hat schon die letzten 2 Tage nicht mehr gut gefressen. So, und Donnerstag hat sie dann gar nichts mehr gefressen. Das erzähle ich gleich. Ich erzähle erst mit Lotte fertig. So, auf jeden Fall dann mit der Glaubersalzlösung. Das muss Philipp eine Stunde fahren für, weil die Tierklinik halt auch echt nicht um die Ecke ist. Und dann wollte er ihr gerade die Glaubersalzlösung bringen. Und die hat gestern Nacht noch gefressen. Also wir haben gestern, bevor es dunkel wurde, der noch was gebracht. Naja, was soll ich sagen? Madame Lotte, ich möchte die Banane nicht, hat wieder ganz normal gefressen. Also alles gut. Wir haben das Glaubersalz jetzt erstmal da, falls nochmal was ist. Ist ja aber sehr, sehr gut. Also voll der Schreck umsonst. Und ja, die Geschichte mit Emma war die. Die hatte vor einigen Tagen ist eine Gummiente vom Baby verschwunden. So eine Quietscheente, die der mit in die Badewanne nimmt. Und da hatte ich mir noch nichts bei gedacht. So. Und dann hat Emma ein Häufchen gemacht, einen Tag drauf. Und dann war da ein gelbes Plastikstück drin. Heißt, ich wusste schon, wer der Täter war und wohin die Ente verschwunden war. So. Normalerweise zerlegt die so Dinger aber, wenn sie sowas mal kriegt. Das ist. Keine Ahnung, das hat die sich wahrscheinlich vom Badewannenrand geklaut. Ja, so. Und dann hat sie auch Teile ausgekotzt. Und dann dachten wir, naja gut, die wird ja nicht die ganze Ente gefressen haben. Irgendwo liegen wahrscheinlich die sterblichen Überreste dieser Gummiente. Werden wir schon wiederfinden. Und tatsächlich tauchte die nicht mehr auf. Und dann hatte Emma ja irgendwann dann aufgehört zu fressen. Dann sind wir zum Arzt gefahren.
weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass sie was querhängen hat. Ja, und dann hat die da Kontrastmittel bekommen, mussten am nächsten Tag noch hin, waren schon so voll drauf eingestellt, ja geil, jetzt hat die da irgendwo, also die hat auch ganz normal ihr Geschäft verrichtet und so. Und dann dachten wir schon so, Blähung des Todes gehabt. Und dann dachten wir schon so, ja geil, jetzt muss wieder irgendwas operiert werden oder weiß nicht was, ey, weil wir haben ja auch irgendwie die Kacke am Hacken, was sowas angeht. Ja, Lirum Larum, was soll ich sagen? Madame hatte eine Magenschleimhautentzündung. Das hat die schon öfter gehabt. Emma ist so mit dem Magen ganz, ganz empfindlich. Die wird wahrscheinlich durch das viele Kotzen von dieser Gummiente so übersäuert sein, dass die Magenschleimhaut sich so ein bisschen entzündet hat. Naja, die kriegt jetzt auch Tablettis und dann ist auch wieder gut. Also alles Gott sei Dank glimpflich abgegangen, aber da machst du was mit. Meine Mutter sagt, guck, das ist wie mit Kindern. Wenn du ganz viele hast, dann hast du auch ganz viele Sorgen. Ich glaube, so stelle ich mir das auch vor. Und da unten ist Emma jetzt. Sie hat jetzt beste Laune wieder und dümpelt in ihrem Tümpel rum. Sind Sie ein Tümpelentchen, Entschuldigung? Wer weiß, was sie für Kräfte von der Schwimmente aufgenommen hat. Naja, das dazu. So war unser Sonntag. Stress, aber jetzt ist ja alles gut. Ja, und in 2 Wochen haben wir auch Urlaub. Erzähle ich später mal was zu. Ich kann auch jetzt was dazu erzählen, aber was heißt Urlaub? Wir machen einfach nur nichts, wir arbeiten nicht. Ich denke nicht, dass wir wegfahren, wenn würden wir maximal gerne vielleicht mal einen Tag nach Antwerpen oder nach Brügge oder so. Müssen wir mal gucken, wie das Baby mitmacht. Aber wir fahren jetzt nicht in Urlaub. Wir würden nur gerne mal, glaube ich, beide aufhören zu arbeiten, so für einen Tag oder zwei. Und haben uns tatsächlich erdreistet, nicht vorzuproduzieren und machen jetzt 2 Wochen Urlaub im September. Das heißt, da gibt es keine Videos, keine Livestreams und wahrscheinlich nur sporadisch Instagram-Story. Ja, das wollte ich erzählt haben. Ich würde sagen, wir sind später wieder. Hallo, na, willkommen an diesem Dienstag. Werde ich da angegriffen? Krabbelt jemand wild auf mich zu? Ich hab an dem T-Shirt weitergenäht. Ich habe im Twitch-Stream gerade erfahren, dass ich euch noch gar nicht die neue Stofflieferung gezeigt habe. Das mache ich jetzt gleich sehr gerne. Ich habe neuen Stoff bekommen, ein ganzes Körbchen voll. Und ich war richtig tapfer. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hindrehen soll. Überall sind Babys. Ich war ganz tapfer und bin beim Zahnarzt gewesen, obwohl ich ganz doll Angst hatte und habe mich selber belohnt und dem Baby was gekauft. Aber ich freue mich darüber. Und zwar, der Mann spielt es da unten schon. Wir haben ein Glockenspiel gekauft fürs Baby. Und das liegt jetzt da hinten auf dem Boden und lacht. Jetzt kommt der an. Oh nein, spielt der Papa Glockenspiel? Oh Gott, muss ich mal schnell hier hoch. Übrigens habe ich meine Banane jetzt mal reingestellt. Das ist mir jetzt hier doch ein bisschen zu schlechtes Wetter gewesen. Ich habe übrigens gesehen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo es war. Jemand hatte eine panaschierte Banane, also eine Weiß mit Weißanteil. Falls ihr wisst, wie und wo man die herkriegt oder was die für einen Fachnamen hat, sagen Sie es mir bitte. Ich will unbedingt eine erwerben. Es sah so wunderschön aus. Die Stofflieferung zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss und auch das T-Shirt. Vorher möchte ich aber mit euch sprechen, denn ich habe einen Kooperationspartner bei diesem Vlog hier, und zwar ist das Emma Matratzen. So, und ich habe ja eine Emma Matratze und es ist Zeit für ein Update, denn ich möchte euch berichten. Ich habe die jetzt seit, wie lange haben wir die denn jetzt mittlerweile? 2 Monate? 3 Monate? Gefühlt 7 Jahre, eine Ewigkeit. Und oh, wir sind mal in meinem Schlafzimmer. Hier sind wir selten. Ich drehe mich und lasse mich auf mein Bett plumpsen, denn was soll ich sagen? Ich bin maximal zufrieden mit dieser Matratze. Es haben mich ganz, ganz viele gefragt, ob ich noch zufrieden mit der Matratze bin. Wir haben die Emma One. Ich sitze auf meiner Jacke. Wir haben die Emma One Matratze mit dem Härtegrad Mittel. Und Philipp ist eigentlich jemand, der gerne weich schläft. Ich bin gerne jemand, der hart schläft. Und diese Matratze ist das perfekte Mittelstück. Ich liebe sie einfach. Und tatsächlich, es ist auch nach wie vor immer noch so, dass wir perfekt darauf schlafen, dass wir richtig gut darauf schlafen. Das Baby schläft ja die Hälfte der Nacht da und die Hälfte der Nacht hier in unserer Mitte, und auch das Baby schläft sehr, sehr gut, worüber ich sehr dankbar bin, weil er auf der, also beziehungsweise wir hatten ja vorher 2 alte durchgelegene Matratzen, da hat das Baby gar nicht gut drin geschlafen oder drauf geschlafen. Und diese Matratze ist für mich wirklich die Erfüllung. Und auch nicht nur das Einzige, denn wir kriegen jetzt auch noch Kissen. Ah, ich habe ein ganz furchtbares Kissen. Mein Kissen ist so von der Fraktion, kann ich das mal zeigen? Mein Kissen ist so von der Fraktion Knödel. Es ist einfach nur ein Knödelkissen. Ich schlafe sehr schlecht auf meinem Kissen. Ich habe sehr miese Nackenschmerzen davon. Und jetzt kriegen wir von Emma auch noch Kissen. Also man kann da auch noch Kissen kaufen. Und ich habe natürlich einen Gutscheincode.
weil es ist ja eine Kooperation. Ihr könnt nämlich mit dem Code Steuer, könnt ihr 5% sparen auf eure Bestellung bei Emma. Und das, der Code ist auch kombinierbar mit allen vorhandenen Rabattaktionen auf der Seite. Also ich habe euch alles unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, so. Und jetzt zeige ich euch mal die Stoffe und ich zeige euch diese Folge auch endlich mal Philipps Bilder. So, die ganzen Farben, die der Philipp hat, sind nämlich dahin gewandert und hier stehen die Bilder. Die zeige ich euch später mit dem Philipp zusammen. Wir haben heute auch noch einen Termin im Küchenstudio, weil wir heute schauen wollen, ob wir unsere Küche planen. Ich bin ganz aufgeregt. Und hier ist das T-Shirt, beziehungsweise das, was davon, ich habe ein paar viele Klammern für den Dings hier, für den, das Halsbündchen gebraucht. Also, das ist einer der Stoffe. Ich habe schon eine Tasche aufgenäht. Das ist vorne, das ist hinten. Hier ist noch die Nackenversäuberung. Irgendwo da liegen noch die Ärmel. So, das ist einer der Stoffe. Ist der nicht voll super turbo niedlich? Ich finde den ganz, ganz toll. Ich habe da auch noch ein paar Zentimeter von. Ich werde da auf jeden Fall auch noch eine Pumphose draus nähen. Und da liegt ein Buch mit einem Motto, was ich sehr gut finde. Und da sind meine Stoffe. Und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen, denn es sind sehr wundervolle Stoffe dabei. Angefangen eben mit diesem Weltraumstoff hier, mit diesen Planeten und Monden und so. Das ist der hier. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal mir ein Schnittmuster für mich geholt, für so eine Wickelbluse, weil ich einen Stoff gekauft habe, den ich super schön fand und habe aber nicht darauf geachtet, dass der vielleicht nicht so ganz für Babys geeignet ist. Deswegen werde ich den jetzt benutzen. Das ist so ein etwas seidigerer Stoff, und zwar der hier. Das ist der hier. So, der ist so ganz, ganz, ja, ich kann euch die Details zeigen, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist eigentlich Jersey. So, aber ihr seht an der Zusammensetzung, dass das jetzt nicht so hundertprozentig geil für Babys ist. Und ich werde mir daraus, glaube ich, eine Bluse machen oder einen Kissenbezug. Aber ich fand dieses Muster so wunderschön, dass ich da wenigstens mal einen Meter von kaufen musste. So, dann habe ich hier noch so Babycord. Den finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist so ein, ja, ihr seht da schon, so ein Kupferton. Ganz, ganz weicher Cord. Da werde ich, glaube ich, noch eine Latzhose draus nähen. Und auf jeden Fall ein Pulloverchen. Hier raus, das ist auch Babycord. Das sieht man so ein bisschen. Den finde ich auch so unglaublich schön. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Aber guckt den euch an. Guckt diese Blumen. Ich liebe dieses Muster. Das ist super, super hübsch. Genau, die Stoffe hatte ich euch ja schon gezeigt. Das war ja hier, daraus habe ich ja die Latzhose gemacht. Die muss ich euch irgendwann auch nochmal unbedingt getragen zeigen, weil das sieht so süß aus. Ist aber gerade in der Wäsche. Das hier war ja der T-Shirt-Stoff so. Und die Stoffe hier habe ich jetzt noch. Das hier wird eine Jacke. Das ist so ein, ja, das sieht aus wie so gestrickt, ist aber tatsächlich Stoff und ich möchte daraus den Außenteil von so einer Zipfeljacke machen. Und das Innenfutter wird das hier. Ich finde das so schön zusammen mit diesen Blümchen. Also ich möchte halt, wenn, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, ne? Das ist ja auch schon ein bisschen heftigeres Game. Und da hinten greift das Baby den Papa an. Schaut mal, wie gut er das mittlerweile jetzt schon macht, auf einen zu klettern. Naja, auf jeden Fall. Das wird das Innenfutter und ich finde das so schön. Da musst du jetzt selber durch, Philipp. Auf den Magen, schön. So, guck mal, wie gut er den Popo da schon hochstreckt. Klasse. So, das kommt wieder rein. Das sind nämlich die Stoffe. Ach so, und das hier ist nur ein bisschen Schneiderkreide und so zum Anmalen. Das sind die Stoffe von der Mama. Ach, klasse, ja. Ich werde mal gucken, vielleicht schaffe ich das T-Shirt noch fertig. Es ist jetzt tatsächlich schon echt ein paar Tage am Liegen hier, aber ich komme zu nichts. Ich habe hier auch noch den Musselinstoff liegen für die Pumphosen. Wann soll ich das tun? Ich weiß nicht. Ach so, und ich hatte noch, aber das ist langweilig, Bündchenstoff bestellt. Oh, balla, einmal in Petrol und einmal in Rot. So, weil für die Jacke und so brauche ich auch noch Bündchenstoffe oder so Jerseystoffe. Ja, ach so, und ich hatte den noch einen Jersey-Stoff. Ich hatte noch einen. Nein, ich habe euch gar nicht alles gezeigt. Ich hatte noch einen Jersey-Stoff hier in so grauchblau. Und ich habe einen total süßen Stoff noch gekauft. Nämlich den hier. Da sind kleine Katzen drauf. Wie knuffig. Oder da will ich eine Hose draus machen. Oder eine Latzhose. Ich muss mal gucken. Der ist doch super süß. Alles mit Katzen ist super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Ich wünschte, ich hätte einen Arbeitsraum nur zum Nähen, so ein Heimwerk. Raum. Habe ich aber nicht. Ja. So, und jetzt düsen wir gleich los zum Küchenstudio. Vielleicht filmen wir sogar ein bisschen mit.
Lieber Korbes. Da ist dann schon Halloween. Bei mir ist immer Halloween. Piu. Hallo, willkommen an diesem Donnerstag schon wieder. Ah, ich schaff's immer richtig gut. Nicht das mit dem Vlog und so. Egal. Ich habe jetzt gleich einen Friseurtermin. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde einen Vorher-Nachher machen. Es werden so viel wird abgeschnitten. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Uns wird frisch gefärbt. Ihr seht, der Ansatz ist real. Ich hoffe zumindest, dass ich ein bisschen was abgeschnitten kriege. Meine Haare gehen mir nämlich so kolossal auf den Keks. Das kann ich gar nicht mehr in Worte fassen. Es ist halt einfach so, ich meine, ich finde es schön, dass sie lang sind und so, aber, oh, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen dämlich mit diesem, mit Philipps Handy hier zum Filmen. Aber guckt mal, ich muss sogar hier auf die Couch, so, da sind die und hier ist mein Bauchnabel und sie sind gelockt, das heißt, geglättet sind sie einfach noch länger. Ich möchte sie gerne abschneiden lassen bis hier, erstmal. Das sind so, was sind das, 10 cm oder so? Ich glaube, dann sind die noch lang genug. So. Die Spitzen sind überhaupt nicht kaputt. Also ich habe tatsächlich keinen Spitz und gar nichts, weil ich die echt sehr, sehr rigoros pflege. Aber was soll ich damit? Wenn ich mir jetzt einen Dutt mache, brauche ich nicht 10 Kilometer Haare. Die sind bis zum Sommer nicht nachgewachsen. Doch, doch, bis nächstes Jahr Sommer sind die nachgewachsen. Also meine Haare wachsen tatsächlich relativ schnell, seit die Schwangerschaftshormone sich wieder eingependelt haben, ja. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bei Instagram spätestens seht ihr das Ergebnis. Aber es ist auch jetzt nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein bisschen Haare. Für mich ist es eine große Sache. Ich glaube, für jeden anderen Menschen da draußen nicht. Ich mache da aber auch echt immer ein Ding draus. Ich weiß ja nicht, wie ihr damit... Ich weiß nicht, wie ihr mit dem Thema eure Haare seid. Ich glaube, da sind viele sehr viel entspannter als ich. Aber das ist so ein Spot bei mir, da bin ich echt unentspannt. Weil ich die aber auch so pflege, wie ein Schätzchen. Da ist man dann natürlich ein bisschen so, Übrigens, weil ich ganz oft Fragen zu diesem Ding da kriege. Und was heißt Fragen? Eigentlich sind es meistens wilde Anschuldigungen. Das ist nicht echt. Das ist, ne, Polyresin und so. Ja, so, ja, das ist so. Das Ding, ich wollte mich noch verabschieden von diesem Vlog hier. Ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck, weil ich gleich noch bei Twitch live streame. Unten Link in der Infobox. Dreimal die Woche könnt ihr vorbeikommen. Und ich habe neue Emotes und einen neuen Hintergrund. Ich habe alles neu und schön gemacht. Und wenn ich sage, meine ich Philipp. Der hat das gemacht gestern Abend bis 2:30 oder so. Schaut gern vorbei. Ich habe euch das unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns am Montag, würde ich sagen. Erst im Livestream und dann bei einem neuen Küchenchaos-Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.